So, ich möchte heute einen inhaltlichen Teil Digitalisierung und Berufsweltperspektiven in den drei Masterstudiengängen Digital Design, Interactive Technologies und Digital Media Production vorstellen. Diese Lehrveranstaltung ist eine ELV und liegt im ersten Semester. Alle Studierenden der drei Studiengänge nehmen daran teil. Die Lehrveranstaltung selbst haben Franz Fiedler, der Leiter der drei Studiengänge, und ich gemeinsam konzipiert. Aus dem Grund, weil es uns ein gemeinsames großes Anliegen war, die Studierenden noch besser und noch bewusster in den Lernprozess mit einzubinden. Im Curriculum Design haben wir versucht, für Studierende und aus der Studierendenperspektive die Kompetenzorientierung mit dem Lernprozess und dem Lernerfolg zu verknüpfen. Dabei haben wir auch darauf geachtet, dass der Kompetenzbegriff nicht zu kurz kommt, damit Studierende sich auch ein besseres Bild dazu machen können. Studierende sind ja gemäß den Ideen des studierendenzentrierten Lernens, diesem viel besprochenen Shift from Teaching to Learning, aktive Beteiligte am Lernprozess und sie sollen Strategien erwerben und dazu führen, dass sie auch über den gerade bearbeiteten Lerngegenstand hinaus ihre Lernprozesse erfolgreich selbst bzw. mitgestalten können. Und das zu vermitteln war uns eben ein sehr großes Anliegen. Und deshalb, also für die Umsetzung dieser Idee, unserer Gedanken, haben wir dann in der Curriculumsentwicklung etwas Platz für das Thema geschaffen. Im Rahmen einer Lehrveranstaltungseinheit, so haben wir uns das gedacht, soll den Studierenden einerseits der Kompetenzbegriff also näher gebracht werden, andererseits erfahren sie selbst auch Fakten zum Lernen, zum Lernprozess und wie, also mit welchen Methoden sie den eigenen Lernprozess überwachen, reflektieren und steuern können. Einen wichtigen Punkt stellen auch die Verantwortlichkeiten im Lernprozess dar. Da ich diesen Teil der Lehrveranstaltung abhalte, kann ich auch sagen, dass zu diesen Begrifflichkeiten und Verantwortlichkeiten auch spreche. Also ich kläre mit den Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung die Rolle der Hochschule, die Rolle der Lehrenden und ihre eigene Rolle im Lernprozess. Dies ist aus unserer Sicht insbesondere deshalb sehr wichtig, weil unser System noch immer stark inhaltsvermittlungsorientiert ist. Also unsere Studierenden sind ja stark noch von dem schulischen System auch geprägt, wo sie eher Konsumentinnen und Konsumenten von Inhalten sind. Und deshalb gilt es auch, den Blick der Studierenden auf diese unterschiedlichen Rollen zu schärfen. Wir sprechen mit den Studierenden dann auch darüber, dass diese Reflexionsfähigkeit, auf die wir abzielen, einen wesentlichen Baustein darstellt, auch damit sie zukunftsfähig sozusagen sind. Das ist ja auch so ein Schlagwort, Future Skills, die Studierende erwerben sollen. Sie sollen praktisch das Rüstzeug auch ein bisschen mitbekommen, weil sich sehr viele Anforderungen im Job oder im Leben sehr schnell ändern und man das entsprechende Mindset auch dazu benötigt. Man muss sich selbst stets weiterbilden, weiterqualifizieren, Stichwort Employability, Beschäftigungsfähigkeit über einen bestimmten Job hinaus und so weiter. Also wir sprechen ganz viel über diese Art der Reflexionsfähigkeit und dann über die eigene Rolle, wie man den eigenen Lernprozess im gesamten Leben, nicht nur in der Lehrveranstaltung selbst gestalten kann. Den Studierenden werden auch Werkzeuge zur Verfügung gestellt, nämlich unterschiedliche Methoden. Sie werden angeleitet und auch aufgefordert, diese im Rahmen ihres Studiums, gern auch im Rahmen der Lehrveranstaltung direkt oder in anderen Lehrveranstaltungen oder in ganz anderen Lernprozessen auszuprobieren. Zum Beispiel zeigen wir den Studierenden die sogenannte Footprint-Methode. Diese Methode ist eine sehr geeignete Methode, um Erwartungshaltungen und Realität gegenüberzustellen. Man sieht die Methode kurz dargestellt auch auf meinen Folien. Ich kann sie auch sonst noch so zur Verfügung stellen, natürlich. Sie ist auch leicht aufzufinden in
Internet. Im Zuge dieser Gegenüberstellung, also wenn man praktisch die Studierenden anleitet, ihre Erwartungshaltungen in einer Lehrveranstaltung mit der Realität, also wie war die Lehrveranstaltung tatsächlich, gegenüberzustellen, dann kann man den Lernprozess steuern sozusagen. Also man kann sich damit auseinandersetzen, wo gab es Wahrnehmungsunterschiede. Man kann gut reflektieren, wie die Rollen gelebt wurden, wie die Erwartungshaltungen eingehalten wurden und so weiter. Es gibt auch eigens entwickelte Fragebögen, die der Beobachtung und Planung des studentischen Lernprozesses, des Lernerfolgs dienen. Und auch ein solches wird den Studierenden im Rahmen dieser Lehrveranstaltung vorgestellt. Wir diskutieren mit den Studierenden dann auch ganz offen, dass diese Form des bewussten Lernens, diese Bewusstseinsbildung, auch ein bisschen einen kulturellen Wandel darstellt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, aus der Schule kommen ja unsere Studierenden eher mit dem inhaltorientierten Vorgehen der Lehrenden, sind einfach anders geprägt. Und das ist auch ganz typisch für Österreich oder Mitteleuropa. Und das ist ein stetiger Wandel und ein eher langsamer Wandel. Die Studierenden sind dann doch durchaus mit diesem kulturellen Wandel konfrontiert. Und wir denken, dass es auch ganz wichtig ist, das auch zu thematisieren, damit den Studierenden dieser Wandel und diese Bewusstseinsbildung auch tatsächlich bewusst gemacht wird. Die Fragestellung, ob diese Lehrveranstaltung auch online abgehalten werden könnte oder online umgesetzt werden könnte, weil das eine aktuelle Frage war, also der Teil, wo es um Theorien geht, ganz sicher. Und auch dieser gesamte Inhalt lässt sich natürlich auch mit den Fragebögen und den Methoden gut online, virtuell darstellen. Man kann sehr viele online zur Verfügung stellen. Man kann natürlich auch mit den Studierenden online diskutieren. Ein bisschen würde ich schon auf eine Mischform lieber setzen, weil, wie eben erwähnt, der kulturelle Wandel schon etwas mehr persönliche Kontakte manchmal oder das persönliche Gespräch erfordert. Aber ansonsten wäre natürlich eine virtuelle Umsetzung dieser Lehrveranstaltung auch möglich. Wir mussten jetzt im Zuge der Corona-Krise nicht umstellen, weil die Lehrveranstaltung das Semester stattgefunden hat. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.